Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg und wie angekündigt, mein Gast heute, der Entertainer und Mensch, kann man das so sagen, Kai David alias K-Ray. Kann ich das so sagen? Ja, kannst du so sagen. Das ist ja, Kai David und K-Ray. Ich habe einige Talkshows gesehen, da warst du als Gast da und immer wirst du gefragt, Tabubruch, provozierst du und so. Hier in deinen eigenen vier Wänden, so wie du so privat bist, das ist die provokanteste Form, die ich erlebt habe von dir. Was meinst du? Ich glaube, das stellt sich ja die Frage, wie viele fragen sich ja, wie würde der wohl leben? Also im Bauwagen oder in der Graffiti-Wohnung. Aber nee, ich glaube ja, dass das gar nicht funktioniert. Und ich hoffe jetzt ja für die vielen Zuschauer, die das jetzt sehen, dass sie nicht denken, ich würde auf der Bühne lügen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch beinhaltet irgendwie zwei Personen auch. Es ist, mindestens. Tja, es gibt doch immer diese Schräge. Das Schräge kann nicht funktionieren, wenn du nicht eine solide Basis hast. Und ja, also für mich ist das mein Nest. Und ich kann hier aber gerne mal eine Patti Smith-Platte ganz laut machen. Also ich bin in meinen eigenen vier Wänden auch gerne mal schrill. Also ja. Also es gibt Übergänge. Ja. 90% der Interviewpartner sind Vorschläge von Zuschauern. Und 10% darf ich mir aussuchen. Ich habe mir dich ausgesucht. Das hat einen Grund. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt auf einer Stadtrundfahrt in Berlin. Ich war da neu in Berlin und du hast irgendwie die Stadt erklärt, eigentlich gar nicht. Nee, das mache ich ja. Ich liebe ja auch diese Stadtrundfahrt, wo man gerne mal, ich halte da ja gerne mal die C&A an und sage, hier kaufe ich meine Schlüpfer und fahre am Brandenburger Tor vorbei. Das ist auch schön. Es war eine wilde Party, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Es war wild, es war bunt, es war schrill, es war schwul, alles. 5 Jahre später, wir sind beide Väter, ja. Frauen zu Hause und so weiter. Und mich hat einfach interessiert, was ist bei dir passiert? Und ich weiß ja, was bei mir passiert ist. Und dann, deswegen fand ich die Begegnung eigentlich sehr spannend. Also mich würde ja immer noch interessieren, was ist denn damals eigentlich passiert? Das ist ja unverschämt, dass du dich nicht erinnerst. Ich weiß es wirklich nicht. Gut. Wir sind hier in deiner Homebase und ich habe auf Facebook gesehen, du freust dich darüber. Deine Tochter fährt hier in ein kleines Auto. Wie hast du das hingekriegt? Also ich habe dich exzessiv feiern sehen und es sah so professionell aus, dass ich meinte, das hast du oft gemacht. Das hast du drauf. Viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie kriegt man das hin? Von Turbo auf ruhig Familie. Sich darauf einlassen und die Zeichen der Zeit sind und natürlich sich auch ein bisschen ausgefeiert haben. Also es ist nicht einfach. Es geht nichts von heute auf morgen. Ich habe immer auf diesen Punkt gewartet, wo die Hormone ein bisschen irgendwie nicht mehr ganz so verrückt spielen und man nicht so neugierig ist. Also das muss ich sagen, ich bin tatsächlich auf manche Sachen nicht mehr so neugierig. Aber ich glaube, das liegt auch an der Familie und das liegt auch an dem Kind. Ich bin ja, meine Frau sagt immer, ich bin immer noch ein Kind. Aber irgendwie, nee. Ja. Das ist nicht, einfach zu erklären. Diese Exzesse, die ich gemacht habe und diese Exzesse, die ich gefeiert habe, das habe ich wirklich gerne gemacht. War aber auch immer eine Suche. Es war immer eine Suche nach Sex. Es war immer eine Suche nach Droge. Aber auch immer nach Liebe und nach Kuscheln und nach so. Und hat ab furchtbar viel Kraft gekostet. Und irgendwann bist du ja, du wirst älter und dann hast du auch die Stärke nicht mehr. Du schaffst das ja nicht mehr. Und bei mir kam zeitgleich eben meine Frau und meine Familie ins Spiel. Dann ist man natürlich erstmal nur müde.
Das ist auch ein ganz interessanter Nebeneffekt jetzt, dass man eigentlich nur müde ist. Und dann entstehen neue Aufgaben. So, jetzt komme ich langsam auf den Punkt. Es entstehen dann neue Aufgaben. Nämlich die Aufgabe, die ich für mich jetzt sehe, tatsächlich ist, diese Müdigkeit auch zu überwinden und ausgeschlafen und fit zu sein. Und das ist nicht einfach. Wünscht sich übrigens auch meine Frau. Wenn man jahrelang so auf der Überholspur gelebt hat, dann bist du nachher echt nur kaputt. Weißt du, was für mich komisch ist? Ich interviewe auch viele, die ebenfalls exzessiv leben. Die wirken auch müde, aber wenn ich die Kamera anmache, den Ton anmache, sind die voll da, lebendig, und die würden nie sagen, ich werde müde oder es entschleunigt sich was oder so. Was haben die für Ängste? Was haben sie überhaupt für eine Angst, offen zuzugeben, dass sie exzessiv leben? Ach, ich glaube, ist das eine Angst oder ist das ein Funktionieren? Ich glaube, das ist ein Funktionieren wollen. Das ist ein, ich gebe gerade ein Interview und mache meine Arbeit. Ich gebe ja, wenn ich ein Interview gebe, dann möchte ich den Menschen ja etwas sagen. Und ich sage denen gerne etwas über meine Arbeit, aber das können die ja auch, wenn die ins Theater gehen, können sich das auch gerne dann angucken. Ich bin gerne in Interviews privat und rede über das, was mich bewegt oder was diese Figur auch dann dazu werden lässt, die ja früher auch keine Figur war, sondern die früher ich selber war oder ein Teil von mir oder wie auch immer. Das ist einfach ziemlich schwierig. Aber ich glaube, dass die Menschen dann funktionieren wollen, und das kann ich nicht. Das finde ich auch. Das hat für mich so was Aufgesetztes. Ich kann gerne mal, also wenn ich jetzt eine Anekdote erzähle, es gibt eine Situation, über die wir reden könnten, die sich mit meinem Leben und meinem Programm doppelt oder so, dann ereifere ich mich vielleicht, wie ich das auf der Bühne tue oder so. Aber wenn ich über mein Privates rede, das gehört übrigens auch zur Figur dazu. Ich könnte das nie ausschließen. Weil du vorhin gesagt hast, haben doch alle zwei in sich. Also der Normalbürger, der zur Arbeit geht und abends nach Hause kommt, der ist auch müde. Der hat manchmal auch einen Moment, ja, wo er sagt, ich brauche jetzt Urlaub. Braucht er dann, wenn er den Fernseher einschaltet, diese omnipotenten, vor Kraft strotzenden, funktionierenden Leute? Oder bräuchten wir mehr Ehrlichkeit, Leute wie dich, die sagen, wir sind auch müde? Uns bewegen dieselben Themen. Ja, also die brauchen wir natürlich schon. Die brauchen wir ja schon, weil wir werden doch angetrieben von einer Gesellschaft, einer Leistungsgesellschaft, die alle nur meinen, also man ist ja heute nicht müde. Man ist heute nicht müde zu sein, und man darf auch, und jetzt muss ich es einmal machen, man darf auch nicht, ich weiß, wer du bist jetzt, ich weiß es jetzt, und man darf, ich weiß sogar, wo du in dem Bus gesessen hast, man darf nicht müde sein, und man muss leisten. Das ist tatsächlich echt so. Und man darf auch nicht krank sein, und man darf auch nicht, eigentlich darf man ja auch nicht arm sein, man darf auch nicht, und man darf schon gar nicht, also wenn man etwas anderes sich wünscht oder sein Leben anders gestalten möchte, wie es auf dem Großteil der Welt gerade nicht so schön populär ist, dann hast du auch die Arschkarte gezogen. Und und ich finde, dass man das, also da halte ich gerne die Fahne hoch. Ich bin gerne derjenige, der kaputt ist. Also ich meine, okay, wenn ich ins Theater komme oder so, mich echt professionell, dann kann ich auch keine müden Leute um mich ertragen. Muss jemand, der bei Siemens Akkord arbeitet, der muss sich ja auch professionell da verhalten. Ich merke jetzt nur eins, du sagst, ich bin müde, und das gestehe ich mir an, aber gleich merke ich bei bestimmten Themen, du wirst wütend. ja, das ist also es. Das tun ja, das passiert dem Normalbürger auch. Was macht dich wütend? Ja, über die Jahre macht mich ziemlich vieles wütend. Also begonnen hat meine Wut eigentlich damit, mit den einfach wirklich schlechten Gehältern, mit diesem Lohn, mit dem Lohndumping, was hier betrieben wird, diese Dinge. Diese ganze Umstrukturierung und Freiwerdung dieses Arbeitsmarktes, Leiharbeiter, Pflegedienste, so, und die damit einhergehenden Probleme, die wir haben.
Dann kamen die brennenden Autos dazu und die Bürger, die sich über brennende Autos aufregen. Also es haben drei Autos in meiner Gegend gebrannt. Und ich habe gesagt, vielleicht ist meins morgen dabei. Aber ich verstehe Bürger, die nicht wissen vor Wut, was sie tun sollen und deshalb ein Auto anzünden. Und es endet jetzt eigentlich für mich damit, es soll jetzt kein Aufruf sein zum Autos anzünden, aber es endet für mich einfach damit, dass zu Weihnachten die Menschen aus den Esso-Häusern getrieben werden und dass natürlich gewaltbereite Griechen anreisen und Backsteine schmeißen. Dazu haben die auch verdammt nochmal das Recht, weil Griechenland auch ausgenommen wird und sich da die Reichen das Geld schnappen und die Armen nicht weiterkommen. Und deshalb finde ich das ganz in Ordnung, dass die sich in Zug setzen und nach Hamburg fahren und sagen, so, da machen wir mal ein bisschen mit Randale. Und was mich und da treibt es für mich, wird es da auf die Spitze getrieben, dass ein Politiker der Scheiße baut und ein Polizist der Scheiße baut, weil das haben die ganze Bespoke alle zusammen, dass die bleiben Politiker und die bleiben auch Polizisten. Aber Menschen, die Scheiße bauen und das aber aus gutem Grund und aus freien Stücken, die werden schlagendes Chaotenpack genannt. Und das geht mir jetzt langsam in so eine Richtung, wo ich werde da sowas von wütend, dass wir einfach so latsch wie eine dumme Kuh nur auf den eigenen Metzger zu. Dass wir einfach, du darfst auf der Bühne, darfst du es auch nicht mehr, du darfst auf der Bühne auch nicht mehr eine andere Meinung haben als die, die gängig ist. So wie wir jetzt mit mal alle Steuersünder jagen müssen. Es ist, also jeder, wir möchten wissen, wer alles eine Putzfrau zu Hause hat, schwarz beschäftigt. Und es ist ja auch, dass früher war das ja auch so ein Kavaliersdelikt, wenn du Steuern hinterzogen hast. Habe ich neulich gelesen, irgendwo in Bayern kannst du noch Steuern hinterziehen und fliegst aber trotzdem nicht aus der Gesellschaft. Weil das so ein Kavaliers, das ist irgendwie so ein bisschen so, naja, er hat den Staat betuppt. Und das wird aber jetzt im Laufe der letzten Jahre so gedreht. Die Leute werden an den Pranger gestellt und das Land gejagt. Und diese ganze Mentalität, dieses immer einen finden, auf den man zeigen kann und den man missachten kann. Aber die Wahrheit, die Augen vor der Wahrheit verschließen. Und die Wahrheit ist nämlich, dass es einfach hier die Leute gibt, die sich nicht nur hier, sondern fast auf der ganzen Welt sich die Taschen voll machen und diskutieren und lügen und bestechen und bescheißen und den anderen das Geld aus den Taschen ziehen. Es ist einfach so. Und was ich aber am niederträchtigsten finde, und das ist eben das bei dieser ganzen Esso-Haus-Debatte, dass wir da überhaupt debattieren. Es gibt Menschen, die entschließen sich, anders zu leben. Die brauchen kein Porsche und die brauchen auch keinen Stereoturm oder was auch immer. Die möchten einfach auf dem Kiez leben und von mir aus auch leere Flaschen aus dem Mülleimer sammeln. Die haben verdammt nochmal das Recht, hier so zu leben. Und wenn man denen das nimmt und man sie immer so hinstellt, asoziales Pack, weil sie in der Gesellschaft die Verlierer sind, es gibt ganz viele, die möchten das auch gar nicht. Und das macht mich alles so irrsinnig wütend. Also das regt mich einfach auf, wenn du so eine Talkshow siehst, wo dann jemand eingeladen wird, der sich dazu äußern soll, so als Vorführeffekt wird dann Frau Meier, die als Putzfrau irgendwo arbeitet, die wird dann da hängen und dann darf die auch ihre Meinung sagen und dann wird so, ja, Frau Meier hat jetzt gesprochen. Und dann fangen die großen Lügner und die großen Redner fangen wieder an. Also Frau Meier war dann mal da, die dürfte dann auch sagen, aber es wird ja gar nichts geändert. Und das kotzt mich einfach alles so an. Das muss ich sagen, da werde ich so wütend. Also ich soll auch kein Aufruf sein und auch nicht, aber ich habe tatsächlich meiner Frau gesagt, als das mit den Esso-Häusern jetzt passierte und auch das mit der Polizei. Die Polizei in Hamburg ist nicht freundlich und wir brauchen auch keine Solidarität mit der Polizei. Dann solidarisieren wir uns lieber mit unterbezahlten Friseuren als mit der Polizei, die ihre Arbeit schlecht macht. Und ich habe irgendwann zu meiner Frau gesagt, also ich werde mal Terrorist. Also ich bin auch ganz ehrlich, manchmal denke ich, ich werde es wirklich. Weil mich das so nervt. Das habe ich aber auch bei mir auf der Bühne, habe ich auch. Also ich zeige meinen Pullermann
Und denke bei diesem Pullermann-Zeigen, ehrlich, ich denke bei diesem Pullermann-Zeigen an den kleinen Jungen, der eine Sandburg baut und sich am Dödel irgendwie packt und diese verstörten, sich blind arbeitenden Menschen, karrieregeil und dummen Ideologien folgend, das sind die, die mir sagen, wenn ich meinen Pullermann zeige, gehöre ich ins Bordell. Also die gehen das gleiche in diese es wird alles gleich sexualisiert, es wird gleich alles böse gemacht. Das ist, ja, und das gehört für mich eigentlich alles in einen Pott. Es ist alles mediengemacht, meinungsgemacht. So, es fehlt jetzt eigentlich noch, und dann werden die Leute sagen, das ist Verschwörungstheorien, aber man denke mal, jetzt käme mal einer und der würde sagen so, es ist ja alles so ein Durcheinander hier, pass mal auf, ich sag euch jetzt mal, wo es lang geht und die Juden sind scheiße, dann ist wieder soweit. Meinst du? Das wird ja immer gesagt, also bei mir wird immer gesagt, wenn ich solche Argumente bringe, ich bringe die ja gerne, also wenn mir jemand sagt, man darf hier nicht rauchen, dann werde ich sagen, dann sage ich gerne, ja, das ist ein Gesetz, das ist momentan gerade in. Also vor 70 Jahren gab es ein Gesetz, da durftest du beim Juden kein Brot kaufen. Also man darf ein Gesetz auch gerne mal in Frage stellen und das tue ich jetzt hiermit. Ich komme ja noch nicht ins Lager, mal gucken, was dann passiert. Glaubst, also wenn man jetzt die so Neujahrsansprachen von der Kanzlerin hört und so, also Deutschland ging es noch nie so gut. Glaubst du, das entspricht der Realität oder was passiert da gerade? Das weiß ich. Ich weiß das selber nicht. Ich kann dir nur sagen, auch da bin ich ja, ich habe ja einen Therapeuten, Gott sei Dank. Ich kann ja nicht jeden Woche Interviews geben. Ich habe einen fantastischen Therapeuten, den ich genauso zutexte wie dich. Und und dem habe ich neulich, den habe ich sowas gefasst, diese Frage habe ich gefragt. Da habe ich gesagt, also da sind die Leute alle um mich herum und da gibt es ganz viele, die sagen, das ist ja ganz toll, aber ich sehe das nicht. Ich sehe, sicherlich sehe ich viele Menschen, denen geht es sehr gut. Denen geht es finanziell gut, glücklich sind die auch nicht. Das ist ja auch, sind ja nochmal auf einer anderen Schiene. Ich würde auch nie einen Job annehmen wie Frau Merkel. Ich würde nie, mein Leben ist doch nicht dazu da, mich dumm und dämlich zu arbeiten und nur zu repräsentieren. Das ist auch etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Das ist für mich nicht Glück. Glück ist Glück, ich habe Glück zu Hause. Glück ist, aber Erfolg kann nicht Glück sein, also irgendwo. Und deshalb haben wir bestimmt vielleicht ein Land, was, wie war die Äußerung? Das, uns ging es noch nie so gut, ja, finanziell vielleicht. Fragen wir mal nach dem Glücksfaktor, wie viele Menschen sind hier glücklich? Es gibt natürlich auch andere, es gibt auch Leute, die sagen, Arbeitslosigkeit ist ganz weg und andere kommen und sagen, naja, wir haben einen Euro-Jobber, wir haben... Ja, ja, natürlich. Theoretisch haben wir mehr Arbeitslose, nur viel bessere Statistiken. Ja, ja, das ist, also das unterschreibe ich sofort. Es wird gelogen und betrogen, natürlich ist das so. Das, aber ganz klar ist das so, dass wir diese ganzen Hilfsarbeiter haben. Aber ich meine, okay, wo werden die denn hingeschickt? Wir sind wir werden eigentlich zu einer Masse gezüchtet, die konsumiert. Wir sollen auch gar nicht groß werden, wir sollen einfach nur konsumieren. Und wir sollen froh sein mit dem Geld, was wir haben und damit sollen wir konsumieren. Wir sollen einfach kaufen, 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 damit eine bestimmte Elite sich die Kohle einstecken kann. Das ist einfach so. Und wir sollen auch, aber auch nicht größer werden. Jetzt habe ich ein Problem. Ich verlasse jetzt die Rolle des Therapeuten, komme in die Selbsthilfegruppe. Ich renne durchs Land, mache meine Interviews, ob intellektuelle Schriftsteller, Kabarettisten, schrille Entertainer... Sie sagen so fast identische bis ähnliche Dinge. Sind ähnlich wütend? Was ist zu tun? Steine schmeißen. Im Ernst? Ja, also es tut mir leid. Ja, natürlich. Die Franzosen haben das schon angefangen. Die Franzosen sind immer sehr, wenn es um solche Sachen geht, sind die ja immer schnell bereit. Nun wird immer gesagt, naja, Gewalt, also... Ja, wie soll es denn gehen? Wenn meine Tochter, wenn die was will, dann macht die auf mich aufmerksam. Und zwar so lange, bis ich komme. Das liegt in der Natur des Menschen. So lange, bis ich den Zustand, in dem sie gerade ist, ändere. Dann habe ich meine Ruhe. Aber, also, wo hat es uns denn hingebracht, was hier passiert ist? Also ich bin tatsächlich, darf man das sagen? Ja, ich sage das jetzt mal.
ich radikalisiere mich gerade, tatsächlich wirklich. Ich frage mich, was ich tun kann. Es gibt zwei Möglichkeiten für mich in der Zukunft, was zu tun. Drei. Die eine ist, ich hänge meinen Job an Nagel auf der Bühne, wo ich wirklich manchmal drüber nachdenke, weil ich meinen Job als Friseur total sehr und aus. Das ist ein super kreativer Job, wo ich auch provozieren kann. Also das, ich will ja nicht provozieren, aber eben an der Grenze kratzen kann, indem ich jemandem eine Frisur mache, die mit der sie Erfolg haben wird. Also das war immer ganz toll, wenn du eine Frau frisiert hast und du hast sie irgendwo hingekriegt, dass sie einen extremen Punkt hat, meinetwegen eine ganz extreme Farbe oder hier eine lange Strähne oder hier so. Wenn die nach Hause kamen und die Familienmitglieder haben gesagt, echt, das sieht so geil aus, warum hast du das nicht eher gemacht? Dann hatte die ein mega Selbstbewusstsein, weil sie etwas getan hat, was sie nie, ich habe das zwar gemacht, aber sie denkt, sie hat es getan. Und so, diese kleine Art, sich die Arbeit spannend zu gestalten. So, das liebe ich als Friseur. Und, also entweder ich werde Friseur, oder die nächste Möglichkeit ist, ich werde helfend. Das ist etwas, was möchte ich mir gerade aufdrängen. Das heißt, dass ich nicht nur sage, ich tue irgendwas, sondern dass ich mit meinen Händen helfe. Ich würde gerne irgendwo hinfahren, wo es Kindern schlecht geht, in Gebiete, wo Kinder hungern oder so. Das ist jetzt auch ein Gebiet, wo ich mich noch gar nicht so auskenne, aber ich weiß, dass dieser Wunsch in mir wächst, mit meinen Händen helfen zu wollen. Der andere ist allerdings, ich möchte auch gerne meinen Stein schmeißen. Also nicht so wörtlich, aber also mitdemonstrieren würde mir nicht reichen. Also mit so einer Menge mitzulaufen, wo die anderen sowieso drüber lachen und sagen, du willst sofort eine konkrete Veränderung. Ich möchte zumindest mal beim Wasserwerfer die Luft aus dem Reifen lassen. Also ich möchte gerne ein bisschen mehr machen. Also ich würde Flugblätter, das wäre zum Beispiel mein, ich würde die, meine Meinung gerne überall hinkleben. Und das ist ein anderer K-Ray, den ich höre. Ja, das ist. Ja, das wird mir auch oft, also das muss ich dir sagen, das klingt auch ein bisschen durch in letzter Zeit. Sei doch mal wieder lustig. Du warst früher immer so, ach, das war immer alles so nie. Das ist aber nicht mehr so. Wir möchten ernst? Jetzt auch mal nicht mehr. Ja. Ist auch schwerer konsumierbar, oder? Naja, ich meine, obwohl, wenn das ein bisschen passt, mit den Geschichten, die ich sonst erzähle. Ich meine, das muss ich sagen, dieser Vorwurf, den ich höre, das des Öfteren in letzter Zeit, du bist so lustig, aber du bist so angestrengt lustig. Du bist so ein bisschen angestrengt lustig. So ist das. Ich glaube, das ist das, was die fühlen. Das fühle ich selber auch, aber ich kann ja nichts dafür. Ich habe immer, also die Leute können, entweder man ist authentisch oder man ist authentisch. Wenn man es nicht ist, ich bin immer authentisch gewesen und es gab in meinem Leben Zeiten, wo ich über vieles gelacht habe, weil mir vieles gar nicht klar war. Jetzt lebe ich ein Leben und da wird mir eben vieles auch klar und da möchte ich das auch authentisch auf die Bühne bringen. Ich kann dir sagen, ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten über einen großen Kabarettisten. Einen Kabarettisten, den ich sehr, sehr verehre. Und ich habe eine Frau, die sehr gut mit dem befreundet ist und bei dem das Licht macht, gefragt, wie kriegt er das eigentlich hin, bei diesen Themen lustig zu sein auf der Bühne? Der muss das immer noch, ich kann das manchmal nicht mehr lustig transportieren. Ich werde dann manchmal auch ein bisschen böse. Und da hat die gesagt, mit ganz viel Alkohol. und dann habe ich gedacht, ja, es ist tatsächlich so. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch Bereiche, die viele, viele, viele Menschen, nicht mein Publikum, und dafür, das sei hier dann mal gesagt, liebes Publikum, also ich bin ganz stolz auf euch, wie ihr die Fahne haltet in diesem auch ganzen flachhumorigen Comedy-Kackhaus. Mein Publikum nimmt es mir ja nicht übel, aber von die Außen stehen man manchmal gerne. Es gibt ja dann immer noch sehr schöne, leichtfüßige Behindertenwitze, die man dann noch machen kann, wenn es den Leuten dann zu brutal wird. Also, obwohl ich der schönste Witz momentan, den ich habe, ist ja, den ich behaupte immer, meine Tochter hätte mir den erzählt, das stimmt aber nicht. Den hat mir mein wunderbarer Pianist Fabian Schubert erzählt. Und der ist ihm erzählt worden von seinem Sohn.
Ein großer Buntstift trifft einen kleinen Buntstift. Da sagt der große Buntstift zu dem kleinen Buntstift: Wachsmalstift. Schön, das ist ein schönes Abschlusswort. Ich nenne zum Schluss immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen dazu. Sicherheit. Nächster Begriff. Das ist schwer, ist aber interessant, dass du sagst Sicherheit. Ich mache zweiten Begriff. Ruhe. Wichtig. Dritter Begriff. Gelassenheit. Furchtbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wir sehen uns bald wieder, davon bin ich überzeugt. Ja, ich hoffe, ich danke auch. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Beim nächsten Mal geht's richtig schrill zu, da ist mein Gast Bernd Lucke. Bis zum nächsten Mal.